Es ist ihm bestimmt schon aufgefallen. Es gibt Menschen, die gehen tagelang, wochenlang, monatelang, ja gar jahrelang zu Ärzten, Therapeuten, Heilpraktikern, wollen ein Problem lösen, ein gesundheitliches, ein seelisches und kommen irgendwie nicht weiter. Dann gibt es mal Phasen der Linderung, der Besserung und das ist okay, aber irgendwie so den richtigen Durchbruch, die richtige Heilung, die gibt es nicht. Und es gibt Gegenbeispiele. Es gibt Menschen, die werden relativ schnell durch bestimmte Methoden innerhalb von Rekordzeit komplett rückfallfrei, verschiebungsfrei genesen. Wie geht das? Das habe ich mich als Student schon immer gefragt. Wie kommen diese großen therapeutischen Unterschiede zustande? Und bin dann darauf gestoßen, wenn nur Symptomkosmetik gemacht wird, wenn nur ein Symptom behandelt wird, das ist okay, dann hat man erstmal keine Schmerzen mehr, dann hat man vielleicht gerade mal keinen allergischen Schub mehr oder sonst was, muss aber natürlich unter Umständen Dauermedikation in Kauf nehmen, dann hat man zwar für einen Moment Linderung, aber das, was einen krank gemacht hat, ist ja weder erkannt noch aufgelöst. Und es gibt eben Menschen, die gehen nicht an die Symptome, die gehen an eben diese Frage, was macht dich krank? Warum hast du eigentlich Herzrhythmusstörungen? Warum hast du eine Bronchitis? Warum hast du eine Allergie? Warum hast du ein Übergewicht? Warum hast du eine Phobie oder eine seelische Störung? Warum gerätst du immer wieder an den falschen Partner, bist immer wieder pleite? Warum fährst du immer wieder vor die gleiche Wand, sinnbildlich gesprochen? Und das kann man von der Ursache her mal analysieren und auflösen. Ich habe da 20 Bücher drüber geschrieben. Eines meiner wichtigsten Bücher ist das Heilen durch Erkenntnis. Das ist so mein Standardwerk. Da beschreibe ich ganz genau, was ich mache, warum es funktioniert und warum man es erlernen kann, warum das so schnell geht und stelle Ihnen auch Fragen zur Verfügung. Mit diesen Fragen können Sie eben Menschen mal so ein bisschen checken und analysieren und denen dann auch zu einer Erkenntnis, zu einem Klick im Kopf verhelfen. Die Dinge sind meistens gar nicht so kompliziert, wenn wir nur wissen, wo wir suchen müssen. Denn meistens wird eben nicht bei der Ursache gesucht. Die Ursache, da sprechen wir von den ersten 3 Jahren des Lebens. Abzeugung. Das bedeutet, während der Embryonalentwicklung, da sind wir angenabelt und bekommen über die Nabelschnur Neurotransmitter, also chemische Botenstoffe, die Gefühle auslösen, von der Mutter mit. Während der Embryonalentwicklung haben wir bereits Eindrücke. Die können uns durchaus erschüttern, ängstigen oder zu Schlussfolgerung verleiten, Wahrnehmungsmuster. Ein Beispiel, wenn eine schwangere Frau sich wirklich arm fühlt, materiell arm und kaum was zu essen hat und nicht weiß, wie sie ihr Baby versorgen soll, dann sind diese Babys in ihrem Bauch oder das Baby in ihrem Bauch voller Cortisol, ein Botenstoff, ein Stresshormon. Cortisol sorgt dafür, dass aus Wasser und Kohlenstoff Fett gebaut wird. Das heißt, diese Babys werden immer dicker und das kann nach 60 Jahren oder 65 Jahren, wenn dieser Mensch dann in Rente geht, angetriggert werden. Wenn das Gefühl kommt, oh Gott, jetzt kann ich meinen Verdienst nicht mehr steuern, ich werde arm, dann werden die immer dicker und da hilft keine Diät. Da brauchen Sie keinen Sport zu treiben oder Kalorien reduzieren. Da müssen Sie dieses Abhängigkeitsgefühl, das Mangelempfinden auflösen. Und das machen wir mit tiefen psychologischen Techniken. Und das geht bei egal welcher chronischen Störung, egal bei welcher seelischen Störung. Und ich habe da auch eine DVD drüber gedreht, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Die heißt auch Heilen durch Erkenntnis. Und da finden Sie auch ein Beispiel für, wie ich denn genau vorgehe. Und das, was ich da mache, das bringe ich Ihnen bei. Innerhalb von 6 Tagen, länger dauert dieser Kurs nicht, innerhalb von 6 intensiven Tagen bringe ich Ihnen die tiefenpsychologische Analyse bei. Ich bringe Ihnen alles an Werkzeug bei, was Sie für ein erfolgreiches Coaching brauchen, um Menschen zu helfen. Es ist sehr bewegend, es wird sehr viel gelacht, es wird natürlich auch geweint, Sie werden sich kennenlernen, Sie werden auch Ihre Mitmenschen kennenlernen. Wir sprechen sehr viel über Persönlichkeitseigenschaften und über Dinge, wo kaum einer darauf achtet. Also es ist schon spannend, abenteuerlich, aber vor allen Dingen, es entlässt einen Menschen als Coach, der in der Lage ist, erfolgreich anderen zu helfen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil sinnbildlich gesprochen, der See ist voller Ertrinkender. Viele, viele, viele Menschen brauchen Hilfe und jeder Rettungsschwimmer wird gebraucht. Diese Branche der Alternativtherapie, so nennen wir es jetzt einfach mal, der Komplementärmedizin, das ist ein Wachstumsmarkt. Es boomt, es gibt wirklich genug zu tun. Einzige Voraussetzung ist, Sie brauchen kein Medizinstudium, Sie brauchen kein Psychologiestudium. Sie brauchen nur das Verständnis dafür, dass ein Mensch
kein Klumpen Fleisch ist, dass wir von Gefühlen gesteuert werden und die können sehr unterbewusst sein. Und wie man da drankommt, das zeige ich Ihnen ja. Sie brauchen als Voraussetzung eine gewisse Anthrophilie, eine gewisse Menschenliebe, den Wunsch, Menschen wirklich zu helfen und sie nicht zu verachten. Und Lösungswillen. Nach dem Motto, wir ziehen das durch. Selbst wenn ich jetzt noch nicht so richtig weitergekommen bin, ich bleibe dran, ich bringe das zu Ende, ohne Happy End gehst du nicht nach Hause. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und wenn Sie die mitbringen, dann bilde ich Sie aus, innerhalb von 6 Tagen zum tiefen psychologischen Coach. Wenn Sie da Interesse an weiteren Informationen haben, klicken Sie auf den Link unter diesem Video, nehmen Sie Kontakt zu mir auf, beziehungsweise wir nehmen dann Kontakt zu Ihnen auf und beraten Sie, beantworten all Ihre Fragen und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder in diesem Seminarraum, Wohnzimmer, so nenne ich es. Vielen Dank für Ihr Interesse.